Hallo zusammen, Meier3007 hier. Ich komme gerade vom 8. weiß-blauen Booktube-Treffen in Nürnberg zurück und wollte jetzt noch schnell das Haul-Video abdrehen, bevor ich den Abend noch ganz gemütlich zu Hause ausklingen lasse. Es war wieder so ein genialer Tag da in Nürnberg, es hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht. Ich hätte heute Morgen beinahe schon meinen Zug nach Nürnberg verpasst, aber es ist gerade noch mal gut gegangen. Ich habe es nämlich geschafft, kurz bevor ich daheim los musste, mich noch mal abzukleckern. Also noch mal schnell umziehen. Dann ist es eben, wie gesagt, ein bisschen knapper geworden, aber es hat noch geklappt. Im Zug nach Nürnberg habe ich ja auch Daniel von Blutsbücher wieder mal getroffen. Um kurz vor 9, also eine Stunde vor dem eigentlichen Treffen, waren wir dann in Nürnberg. Da ist dann auch die Claudia von Claudias kleine Welt zu uns gestoßen. Und gemeinsam sind wir drei dann erstmal in die Bahnhofsbuchhandlung gegangen. Da habe ich mir auch das erste Buch des Tages besorgt, nämlich Elsässer Versuchungen, ein Fall für Major Jules-Gabin. Band 3 dieser Reihe, Band 1, die Elsässer Erbschaften, habe ich ja im Mai, glaube ich war es, April oder Mai, gelesen, hat mir wahnsinnig gefallen, kommt jetzt hier Band 3. Um 10:30 war dann die Gruppe komplett. Wir waren ja an die 18 Leute diesmal, also eine richtig schön große Gruppe. Hat mir total gefallen. Und dann ging es los zum Shoppen. Unser erster Stopp war der Hugendubel im Karstadt von Nürnberg. Da habe ich mir auch ein Buch geholt, nämlich Elsässer Sünden, der zweite Fall für Major Jules-Gabin von Jean-Jacques Laurent. Damit habe ich jetzt die Reihe soweit komplett im Regal stehen. Und ich habe jetzt auch rausgefunden übrigens, wer hinter diesem Pseudonym steckt. Denn Jean-Jacques Laurent ist das Pseudonym von Jan Beinsen. Habe ich heute noch ganz zufällig mal erfahren. Ich habe schon öfter mal überlegt, wer denn hinter diesem Namen steckt. Dann ging es zum Mittagessen. Wir waren alle im Hans im Glück. Das war wieder richtig schön. Bei mir gab es einen super leckeren Burger. Nach dem Essen ging es ans Buch Blind Date. Falls ihr das nicht kennt, da geht es darum, jeder nimmt ein Buch mit, beziehungsweise eben jeder, der teilnehmen möchte, verpackt es aber vorher und schreibt nur Stichpunkte drauf, aber nicht den Titel des Buches. Ich habe eine Tier- und Liebesgeschichte aus New York erwischt, nämlich Microsoft. Wahrscheinlich Liebe. Ich weiß jetzt leider nicht mehr genau, von wem ich das bekommen habe. Ich muss mal reinlesen. Vielleicht ist es was für mich, vielleicht auch nicht. Kann ich jetzt noch nicht sagen. Aber ich werde auf jeden Fall mal reinlesen. Und nach dem Essen ging es dann auch wieder weiter. Unser nächster Stopp war dann der große Thalia. Übrigens, mein Meier 3007 on Tour zu diesem tollen Tag wird dann in den nächsten Tagen noch online kommen. Wie gesagt, Thalia war für mich das absolute Highlight. Ich habe da so viele Bücher gesehen, ich habe mich so zusammenreißen müssen und habe mir letztens auch nur ein Buch gekauft. Nämlich Hanne Holmes Balearenblut, ein Mallorca-Krimi. Das hört sich auch richtig toll an. Nach einem Krimi genau nach meinem Geschmack. Ich bin sehr, sehr neugierig darauf. Da geht es anscheinend um eine Journalistin, die nebenbei auch Krimi-Autorin ist und auf der Insel Mallorca in ihren ersten Mordfall verwickelt wird. Ich bin sehr gespannt drauf. Und kurz nach 3:30 ging es dann für mich auch schon wieder nach Hause. Der Tag ist viel zu schnell rumgegangen. An alle, die da in Nürnberg waren, es war ein wunderschöner Tag mit euch. Und es gab noch eine weitere kleine Freude für mich, denn als ich zu Hause angekommen bin, habe ich vor der Haustür ein Paket vom Emons Verlag gefunden, mit zwei Rezensionsexemplaren, die ich euch an der Stelle auch noch kurz zeigen möchte. Einmal Altmüllhexen von Richard Auer, der neueste Fall für Mike Morgenstern, das wird jetzt auch das nächste Buch sein, was ich lese.
und Gino Greifenstein Teufelstropfen. Ein neuer Fall für Paula Stern. An tollem Lesestoff mangelt es mir definitiv nicht in der nächsten Zeit. Und ich freue mich auch schon total auf die Bücher. Ich habe gerade eine kleine Leseflaute drin, da ich ja irgendwie bei der Hitze immer keine Lust aufs Lesen habe. Ich liege dann die meiste Zeit irgendwo im Schatten und habe einfach keine Lust drauf. Aber ich hoffe, dass ich mit den Büchern jetzt wieder rauskomme aus dieser Flaute. Die Rezension zu den beiden Emons-Büchern werdet ihr dann bald sehen. Mit dem Video soll es das jetzt gewesen sein. Wir sehen uns dann in einem meiner nächsten Videos wieder. Bis dann, Meier 3007.